Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Plus, die die Magdeburger Film- und Videoamateure für Sie vorbereitet haben. Erinnern Sie sich noch an die Sendung von Willi Schwabe, die Rumpelkammer, die damals im DDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde? Überall, wo Filme gedreht werden, sammelt sich Filmmaterial an, was in irgendwelchen Archiven landet. Heute sicherlich eher auf Videobändern, DVDs und Festplatten, aber seinerzeit, man muss heute schon sagen, vor einigen Jahrzehnten, auf Schmalfilm. Im privaten Bereich zumindest 8 mm und selten also auch mal auf 16 mm. Meistens handelt es sich dabei um Familien- oder Urlaubsfilme. Diese Filmrollen liegen heute auf dem Dachboden oder im Keller und häufig weiß man gar nicht mehr, was auf diesen Filmrollen eigentlich drauf ist. Auch bei uns im Verein der Filmamateure haben wir Mitglieder, die seinerzeit mit Schmalfilmkameras gearbeitet haben. Und momentan sitzen gerade unsere Filmfreunde Helmut Klehr und Jürgen Schallock in ihrem Archivkeller und versuchen, einen alten Filmprojektor in Gange zu bringen, um ihre alten Filmrollen zu sichten. Wir versuchen mal, dorthin umzuschalten. Hallo Helmut und Jürgen, könnt ihr mich hören? Ja, hallo Wolfgang. Hallo Wolfgang. Wir können dich hören. Und der Filmprojektor läuft. Es ist uns gelungen, nicht wahr, Helmut? Ja, wir haben das prima hinbekommen und ich denke, wir könnten gleich mal mit dem ersten Film beginnen. Ja, ich muss dir noch den Deckel hier vormachen. Gut. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was drauf ist. Wollen wir einfach mal reingucken? Natürlich, wir gucken einfach mal rein, mal sehen, was passiert. Ja, dann starten wir doch einfach mal. Noch ein weiter. Jawohl, sehr prima. Ja. Schärfer müssen wir es mal ziehen. Bin ich selber mal gespannt, wie das ja, wird. Ja, ist ja auch prima, wir haben sogar ein Bild. Ja? Geht doch noch, na bitte. Thank you.
Also das war ein Film von mir aus dem Jahr 1965 auf Normal-8 gedreht. Und das war ein Film für einen Humorwettbewerb, der damals in der DDR gerade in diesem Jahr frisch ins Leben gerufen wurde, nämlich die Eulenspiegeleien. So Jürgen, was haben wir von dir zu sehen? Ja, ich habe hier gerade was gefunden. Da sind, ja, ist meine Tochter drauf, glaube ich, meine Tochter, die ist heute 30, die war damals vielleicht 3, wenn überhaupt. Ja, nicht? Also, ja, Mann. Also da gucken haben wir uns das an. Genau. Tschüss, schlaf schön, gute Nacht. Gib mir den Moment an. Guck mal ins Bett. So, nun ist aber gut, schlaf jetzt schön. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. When the chimes ring 5,
six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. Morgen, Eva, hast du gut geschlafen? Komm, steh auf. Heute mache ich den Bunker. Eva hat keine Angst mehr. Mutti. Schön, dann schalt mal ein, Jürgen. Ja, Tatsache, ein schöner alter Familienfilm. Na, siehste. Hast du was Schönes gefunden, Helmut? Ich will mal sehen, was... Ja, doch, ja. Hm. Ich habe die Lupe vergessen, aber es geht gerade noch so, dass man es noch erkennen kann. Ja, ja. Du, ich habe hier eine Filmrolle gefunden. Da habe ich mal einen Film gedreht über das Filme machen. Der hieß Max macht Mist. Den ran damit. Ich glaube, den hast du sogar schon mal gesehen. Ja, ich glaube, ich kann mich entsinnen. Ja, 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 ja. Das wäre ja toll, wenn das der ist. Den habe ich nämlich schon vermisst.
Maxe heißt er, unser Held. Er wird jetzt hier vorgestellt. Sein neuestes Hobby ist die Filmerei. Mit Leib und Seele ist er nun dabei. Der Postfrau geht er hier entgegen. Dass sie die Filme bringt, das ist ein Segen. An die Arbeit macht er sich sofort. Vorbereitung ist ein fremdes Wort. Ob das beim Frühstück angebracht? Darüber hat er sich keinen Kopf gemacht. Tja, Sauberkeit ist hier vonnöten. Bei Max geht diese Regel flöten. Maxe weiß, es ist kein Stuss, dass man Filme schneiden muss. Auf dem Tisch liegt alles, was er brauchen kann. Max fühlt sich als schlauer Mann. Er schneidet, klebt und sucht jetzt wie besessen. Das Ergebnis kannst du voll vergessen. Maxe hat die Sache ja nicht studiert, drum wird kräftig improvisiert. Fertig ist der Film, meint Maxe nu. Jetzt kommt noch der Ton dazu. Ja, auch dieses weiß er schon. Zu einem Film gehört der Ton. Ach, oh Schreck, man sieht das Tonmann wippen. Wird es etwa runterkippen? Das musste ja passieren. Da ist wohl nichts mehr zu reparieren. Kein Filmton ohne Bandgerät. Maxe an sein Sparbuch geht. Maxe rennt zum A&V, weil er meint, das ist besonders schlau. Er kommt heraus mit großem Schritt und siehe da, er hat ein Tonband mit. Zu tun hat Max noch viel. Eine Tischlerei ist jetzt sein Ziel. Das Geräusch einer Säge will er jetzt auf Band mitschneiden. Da muss bestimmt sein Konto leiden. Andere Filmer auf Geräuschplatten schwören. Doch davon will Max nichts hören. Und er denkt sich eben, Geld ist da, um's auszugeben. Originalton ist Maxens Zauberwort. Drum geht er an den bekannten Ort. Und siehe da, man ahnt es schon, heraus kommt er mit Mikrofon. Mit Tonband, Helm und Pferdestärke geht der Maxe jetzt zu Werke.
Bei dieser Sache wäre ein Helfer angebracht. Das hat Maxe nicht bedacht. Alles will der Maxe selber machen. Da wird es wohl bald krachen. Zum Glück ist Max ein Mann, den so leicht nichts erschüttern kann. Sind Kopf und Hand auch noch verbunden, Max macht weiter, unumwunden. Wasserplätschern will aufs Band er bannen, das ginge auch in Badewannen. Doch für Maxe kommt das nicht in Frage, so rudert er an diesem Tage. Das Tonmann fällt ins Wasser rein, das musste wohl nicht sein. In den Händen hält er nur des Mikros lange Schnur. Und die Fische fragen sich indessen, kann man dieses Ding wohl fressen? Max schmeißt vor Wut das Ruder auch noch rein, das wird er sicher gleich bereuen. Besonnenheit zählt nicht zu seinen Gaben, drum geht der Maxe auch noch baden. Die Wut ist groß, oh welch ein Mist, ob das Hobbys Ende ist? Oh nein, aber bitte sehr, ein neues Bandgerät muss her. Zu Haus am Tisch, die Zeitung in der Hand, staunt er, was da geschrieben stand. Schnell hin und dort mal fragen. Mal sehen, was diese Leute sagen. Nun wird Maxe keinen Mist mehr machen. Er befolgt den Rat und kann gut lachen. Tja, Jürgen, da habt ihr euch ja richtig in Ausgang gestürzt. Habt ihr den Motorroller kaputt gemacht, das Tonmann versenkt, die Kamera kaputt gemacht oder wie? Ja, also wenn ich... Also ich meine, das kostet ja alles viel Geld. Ja. Also wenn ich mich recht erinnere, das hat damals auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ein Tonmann-Gerät haben wir wirklich versenkt. A1 im See, aber am Windfahren wieder rausgeholt. Und anschließend dann nochmal... Und getrocknet oder wie, damit es wieder läuft? Ja, die waren damals so stabil. Wir haben es dann nochmal in ein Aquarium versenkt, um im Aquarium die Unterwasseraufnahme zu machen. Ja, ja, ja. Ja, und der Motorroller, also der ist ja nun nicht wirklich verunglückt, aber wir haben den zerlegt, wir haben den auseinandergebaut und die Teile so drapiert, dass es aussieht, als wäre ein Unfall gewesen. Ja, ja, ja. Ja, hat man damals alles gemacht, ne? Ja, und dann darf man nicht vergessen, auf so eine kleine Spule passten man gerade 3 Minuten und 15 Sekunden Film drauf und die Rolle kostete 20 Mark der DDR. Das war also ein beachtlicher Betrag, den man immer investieren musste und mit einer Rolle ist man nie klar gekommen. Also ein Film hat bestimmt meistens 2, 3, 4 Rollen gekostet, also das war richtig viel Geld. Ja, man hat sich wirklich überlegt, ob man auf den Aufnahmeknopf drückt oder auch nicht. Ja. Man hat nicht wie heute, sage ich mal, 20 Sekunden auf die Videokamera gedrückt, sondern man hat überlegt, die Aufnahme 4 Sekunden ist gut, reicht und aus. So ist das gewesen. Ja, so war das. Ja, also ich weiß, als wir den Film gedreht haben, hatte ich, glaube ich, 4 Kassetten gekauft. 4 mal 3 waren 12 Minuten
und habe eigentlich gehofft, dass ich nur drei Kassetten brauche. Also man hat wirklich wenig Mist gedreht und hat versucht, mit einer Aufnahme das Ganze, sag ich mal, über den Rund zu bringen. Heute, ja, auf 2 GB kriegt man so viele Stunden Video drauf. Das war kein Thema mal, mehr. Zeit ist kein Thema mehr. Wird stundenlang gefilmt, aber niemand guckt sich's an. Bei den kurzen Filmen, denke ich mal, war nicht so verkehrt, oder? Ja. So, jetzt suchen wir nochmal was. Jetzt suchen wir was. Müssen wir wieder von mir einfinden. Ja, ich habe hier noch eine Rolle. Der ist, glaube ich, von dir. Ja, der ist von mir. So, jetzt müsstest du mal sagen, was da drauf ist. Das ist jetzt ein pädagogischen Film. Pädagogik steht da drauf. Steht auf der Dose drauf. Das ist ein Film, den wir bei meiner Frau in der Schule gedreht haben, weil sie Unterstufenlehrerin war. Naja, gucken wir uns mal an, was passiert. Was ganz Interessantes. Kannst du dich noch an Trabi erinnern? Ja, klar. Auch noch an Trabi 500? Ja, aber nicht selbst gefahren. Also ich hatte mal einen, wenn auch nur sehr kurz. Wir haben uns den damals gekauft, hatten den vielleicht 4-5 Monate und dann hat den jemand gestohlen und zu Schrott gefahren. Ach, du Grüne, nein. Ja, und da habe ich eine kleine Erinnerung, wenn nicht 3 Minuten lang oder sowas, eine Filmrolle damals verschwendet. Und da ist übrigens auch drauf, wie wir unser neues Auto abgeholt haben. Aha, ja. Mal los. Thank you.
Was haben wir denn nun? Ja, hier steht drauf Claire. Das muss deiner sein. Dann muss das der. Gib mal her. Ach ja, Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ja. Dann darfst du meinen Keller aber nicht angucken hier. Unseren Tisch eigentlich auch nicht, ja. Na gut, wir basteln. Ja, gut. Ja klar, wir probieren mal, was das wird. Ah, du musst den Film erstmal abnehmen. Soll ich? Na klar. Filmrolle. Hier steht was drauf von Glas. Glas, glaube ich. Also ich kann mich erinnern, wir hatten früher mal ja, den Film irgendwo so eine Art Schulungsfilm zu machen und Leute zu bekehren, ihr Glas, sage ich mal, abzugeben beim damals Zero hier Eisstoffhandel und nicht in der Gegend rumzuwerfen. Ja, und den Film haben wir damals bei einem Wettbewerb sogar laufen lassen, hat zwar keinen Preis gekriegt, aber lustig war es für alle doch. Gucken wir uns mal an, oder? Natürlich.
Glas ist ein tolles Material, finde ich. Sieht schick aus und ist vielseitig verwendbar. Bis jetzt ist es mir kaum aufgefallen, dass mein schönes Glas, besonders die Splitter, überall rumliegen, wie hier auf diesem Spielplatz. Aber seit ich eine Tochter habe, sieht das ganz anders aus. Also gern lasse ich meine Eva hier nicht spielen. Schade um den schönen Spielplatz. Vor allem die Splitter halten ewig. Es muss doch immer wieder so ein paar Typen geben, die erst die Flaschen leeren und wenn sie sich dann stark fühlen, alles zerteppern. Warum? Das wissen die meist selber nicht. Das ist auch ein Problem für die Radfahrer. Diese wissen ein Lied davon zu singen. Auf solche Überraschungen verzichte ich gern. Sogar Pkw-Reifen sind vor solchen Überraschungen nicht sicher. Einmal eingefahrene Glassplitter arbeiten sich im Lauf der Zeit durch den Reifen. Vielleicht mag manch einer diese Bilder noch irgendwie komisch finden. Aber was machen die Fahrer solcher Fahrzeuge? Dabei geht es doch auch anders. Also ich hole mir mein Pfandgeld immer zurück. Naja, und Scherben oder so kommen hier rein, ist ja klar. Dann braucht kein Kind mit Schnittwunden hierher. Jetzt haben wir wieder von mir was. Ja. Und zwar, ich habe mich auch mal als Trickfilmer versucht und habe zwei Filme als Flachfiguren-Trickfilm gemacht. Das heißt also kleine Figuren ausgeschnitten und die dann auf einen farbigen Untergrund gelegt und pro Bewegung ein, zwei, drei Bilder gemacht, je nachdem wie es war. Und es war also eine sehr mühsame Sache, hat aber einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Der erste von den beiden Filmen ist Was ein... Was denn überhaupt? Kann ich ja schon mal einlegen. Ja, der erste von den beiden Filmen ist ein Film mit einem Arbeitsschutzthema, also auch heute noch aktuell. Heute noch aktuell? Ja. Ja, okay.
uns ganz herzlich, dass wir heute etwas Neues erfahren konnten von Martin Schreier und Ralf Schmidt, Freunde der Buttersternmeißen. Es geht in den nächsten Wochen bis Ja, Helmut, das war ja wirklich aufwendig, oder? Also ich bin ja richtig begeistert. Ja, ja, darum ist der Film ja auch so kurz. Ja, ja, das ist ja, so klar. Pro Sekunde 24 Fotos, ne? Ja, 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 klar. Ja. Ja. Und du hast aber noch einen gemacht? Ja, ich habe noch einen zweiten gemacht. Und zwar habe ich mich da mal als Erotikfilmer versucht. Wollen wir mal sehen, was da rausgekommen ist. Da gucken wir mal. Ja, ja, gucken wir mal. Genau. Dass ich früher auch mal versucht habe, was Lustiges zu drehen? Ja, ich entsinne mich so ganz schwach, ja. Wir wollten damals irgendwie so einen gespielten Witz oder sowas machen. Ja, ja. Der ist ja eigentlich nie richtig fertig geworden. Der hat nicht mal richtig einen Vorspann oder sowas. Hat gar keinen Titel bekommen. Ach, nee. Aber ich zeige ihn dir einfach mal. Ja klar, zeig mal. Weitermachen. Was haben wir denn noch? Einer liegt hier noch. Könnte deiner sein. Ist er das? Ja, ja. Das ist mein letzter Schmalfilm gewesen aus dem Jahr 1989. Und zwar, da war ich inzwischen Opa geworden. Und der Enkel hat also mal versucht, die Wohnung umzuräumen auf seine Art. Da 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 da
Na bitte, das hat doch funktioniert. Ja, Helmut, sag mal, womit haben wir das eigentlich damals gedreht? Tja. Hast du noch so eine alte Kamera? Ich habe meine alte Super 8 Kamera noch. Ich habe ja erst Normal 8 und später Super 8 gefilmt. Und das war eigentlich eine Traumkamera, die ich mir auf sehr abenteuerliche Art und Weise aus der GSSR besorgt habe. Mhm. Ist eine österreichische. Aber sag mal, die ist doch auch nicht so groß, ne? Die ist wunderbar. Also Aufziehen, oder war? Mit Elektroantrieb, mit Motorzoom, also alles das, was das Herz, auch mit der Hand natürlich, aber auch mit Motorzoom. Ja. Alles, was das Herz begehrt hat früher. Ja, also ich habe meine alte Super 8 Kamera zwar nicht mehr, aber ich sammle mittlerweile solche Stücke. Das ist natürlich auch schön, ja. Ich zeig dir mal was. Ja, zeig mal was. Das ist eine Kamera, die hat kein Zoom-Objektiv, weil damals das Zoom-Objektiv noch nicht erfunden war. Ja, ja, ja. Und die hat also einen Weitwinkel und ein Normalobjektiv und ein Teleobjektiv auf so einem Revolvergriff. Und man kann also wirklich hier einstellen, ob ich jetzt was nah ranholen will oder auch nicht. Ja, ja, ja. Und das Besondere an solcher Kamera ist, die hatte nämlich noch kein
Elektromotor, sondern man musste bei dieser Kamera die Kamera aufziehen und musste dann irgendwo drauf drücken. Hier. Ja. Und solche Kamera lief dann ungefähr 30 Sekunden, war das Federwerk abgelaufen. Richtig. Der Film 3 Minuten, aber nicht durchweg. Nicht durchweg. Genau. 30 Sekunden, dann war das Federwerk abgelaufen. Aber sag mal, ein mechanisches Meisterwerk, oder? Natürlich. Also, na klar. Ja, macht sich was in jeder. Was ist das für eine? Das ist eine japanische. Aber ich habe auch noch eine deutsche Kamera. Ja, die ist von, ja noch älter. Die ist ja noch aus dem Vorkriegszeiten. Von Aqua. Das ist eine deutsche Firma. Übrigens auch mit Kurbel zum Aufziehen. Man musste richtig drehen, kurbeln, aber nicht den Film kurbeln, der lief dann schon per Federwerk. Ja, die arbeitet heute noch, die Kamera. Und das war damals eine Taschenkamera und die geht auch heute noch fast als Taschenkamera natürlich, raus. Ne? Ja, also meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Schmalfilm-Reminiszenzen vielleicht auch ein bisschen Freude gemacht haben. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss. Ein bisschen wieder Abblende hier und dann kannst du ja wieder mal gucken, was ich hier für ein wunderschönes. Ja.